Aber hier scheint keiner zu sein. Die nehmen wir mit. Zwei Diamanten haben wir noch. Wir brauchen aber mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele brauchen wir noch? 8 oder so war das, ne? Hier für die. 8 genau. Ja, dann buddel ich mich einfach mal in die Richtung weiter hier. Hier ist wieder Lava. Buddel ich mich mal Richtung Lava. Vielleicht finden wir dann nämlich wieder noch eine Möglichkeit, weitere Diamanten zu finden. Da muss jemand pipi. Ich würde sagen, das ist nicht unser Problem. Gerade mal hier ein bisschen gucken. Folgen wir einfach mal hier dem Weg wieder. As usual. Wobei, so viel ist hier, glaube ich, irgendwie dieses Mal gar nicht. Sicher, dass wir auf dem gleichen Server sind? Ja! Sollte so sein, sonst können wir uns nicht unterhalten. Sind hinter. Heißt das, die sind schon wieder hinter der Wand? Da sollten wir doch erstmal gucken, wo wir sind. Wobei natürlich das Problem ist, wenn man die Wand nicht vor sich hat, rauszufinden, auf welcher Seite man ist. Das stimmt schon. That's right. Gerade nochmal mein Dunkeltrick. Moment. Some nameplates, please. Nö. Nix los. Nix los im Staate Dänemark. Das Ding ist nur, ich muss langsam mal wieder sehen, dass ich nach oben komme. Denn wenn ich die ganze Zeit hier unten bin, dann versauere ich hier theoretisch. Seid ihr alle unter der Erde? Oder seid ihr an der frischen Luft?
Hier schon wieder Lava. Oder auch nicht. Aber ganz ehrlich, so viel Kohle brauche ich nie und nimmer. Nie und nimmer nicht. Welche Ebene sind wir denn? Wir sind hier 21. Ich glaube, wir gehen doch nochmal kurz nach unten, dann kann ich mir zumindest meine Diamantenrüstung komplett machen. Vielleicht haben wir einfach nochmal Glück und stoßen hier nochmal auf so eine kleine Diamantenader. Oh, da ist der erste gefallen durch einen anderen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zander geht ab. Ich glaube, meine Traumkonstellation im Endfight wäre ich natürlich und Zander. Aber das liegt leider nicht nur an meinen Wünschen. Muss ich nehmen, was ich kriegen kann. Und erstmal natürlich fragen, der Weise, ob ich überhaupt so lange überlebe. Ist denn da hinten nichts? Okay. Bunnen wir uns hier mal ein bisschen lang. Wie so eine kleine Phrase-Maschine. Immer dann denken, wenn ihr Diamanten findet, Bescheid sagen. Und ich muss auch demnächst mal eine kleine Pinkelpause machen, glaube ich. Letztes Mal hat das alles noch ganz gut hingehauen, da musste ich erst dann noch so nett, als ich schon gewonnen hatte. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe letztes Mal alle niedergemetzelt. Durch die Bank weg. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass der Mod wie vorhin, also in der ersten Folge dieser Staffel 2 gesagt, dass da der Mod nicht funktioniert hätte. Und wir haben alle Leben regeneriert. Und dann ist natürlich, wenn man das weiß, das Spiel ein ganz anderes. Weil man natürlich keine Angst mehr hat so richtig. Nach dem Motto, was kann schon groß passieren? Wenn ich jetzt ein bisschen Leben verliere, dann esse ich halt was. Und dann habe ich wieder volles Leben. Lapis Lazuli! Da haben wir noch ein bisschen Eisen, aber ich möchte eigentlich kein Eisen. Aber so wenig möchte ich Lapis Lazuli haben. Ich möchte eigentlich nur Diamanten! Los! Gib mir some Diamonds! Da gibt's die ersten Disses. Ich glaube, ich werde mich mal zur Eisenquelle da durchbuddeln, in der Hoffnung, dass da vielleicht auch noch ein oder andere Diamant hinter steckt. Ja, ja. Und pass mal auf hier, das Zeug brauchen wir nicht. Weg damit. Weg damit. Ich glaube, die haben auch alle Pfeil und Bogen schon. Und das ist natürlich für mich dann richtig mies. Weil ich habe nicht. Ich bin auf den Nahkampf angewiesen. Das ist nicht schön.
Tricky. Pass mal auf, ich würde erstmal hier hin. Folgt mich da jemand? Ich glaube, ich sehe hinten Nameplate, oder? Nö. Vielleicht haben wir hier nochmal Glück. Und können zum weiteren Schaube wechseln. Mal schön nach oben buddeln, wie sich das gehört. La 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 la. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt nachher bei der Aufnahme, wenn die beiden sich da runtergebuddelt haben, so. Was man aus deren Sicht sieht. Und natürlich auch auf die Kommentare freue ich mich. Kommentartechnisch war das letztes Mal, glaube ich, ein bisschen mau. Ich habe mich zwar ein bisschen amüsieren können, aber es hätte noch ein Ticken besser sein können. So, was haben wir hier? In welcher Höhle sind wir denn hier? Sag mir nicht, dass das die Anfangshöhle ist. Das ist natürlich der Oberburner. Auf jeden Fall war hier jemand. Ich weiß nur nicht, wer. Ich würde mir ein bisschen ins Fäustchen lachen, wenn das meine wäre. Dann, also, Leos und meine. Nicht Leo. Alex und meine. Das ist meine. Unsere. Ich lache mir ins Fäustchen. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Das ist natürlich jetzt ein bisschen witzig. Das ist fast schon ein bisschen zu krass, also mal ganz ehrlich. Das ist hier alles schon wieder so was von zufallmäßig zugebuddelt, so irgendwie, finde ich. Drin gelassen? Bisschen Kohle. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Oh, ich muss tierisch mal wohin gerade. Was mache ich? Gehe ich einfach so off? Ich bin gleich wieder da. Kurz. Pinkwell-Pause. Ich denke, das gilt nicht als Cheat, wenn ich jetzt hier kurz disconnecte. Ich würde zwar keiner sehen, aber naja. Nehmen wir wieder hin. Also bis dann quasi gleich. Ciao.